Hey Leute, heute gibt's mal wieder einen kleinen Schatz aus meiner Trikotsammlung. Es ist das Jubiläumstrikot von der Spielvereinigung Greuther Fürth, denn in der Saison 2012-2013 war man in der Bundesliga und da dachte man sich, hey, das ist jetzt eine goldene Zeit. Was an dem Trikot so besonders ist, zeige ich euch hier in diesem Video. Ihr kennt ja mit Sicherheit auch das moderne Logo von Fürth, das Vereinswappen. Das hat es aber wirklich nur ein paar Mal aufs Trikot geschafft. Das wurde ja 2003 eingeführt. Stattdessen immer das Kleeblatt. Sieht auch ehrlich gesagt ein bisschen schöner aus und in dieser Jubiläumssaison alles sogar in Gold. Hier noch das Netz, das ihr seht, das kennen wir von den Trikots in einem sehr, sehr breiten Rahmen dieses Mal, damit eben Luft ins Trikot kommt. Und das ist was Besonderes. Und zwar die Skyline von Fürth, der Sportpark Rohnhof, Kirche St. Michael, das Rathaus Fürth, das Stadttheater und der Bahnhof sind da zu sehen. Die letzte Saison ja wirklich erfolgreich gewesen. Es hieß ja, Fürth wäre unaufsteigbar, die Unaufsteigbaren. Na, man hat bewiesen, dass es eben nicht so ist. Man wurde Meister in der zweiten Liga und ist eben in die Bundesliga aufgestiegen zur Saison 2012-2013. Dann schauen wir mal auf die Rückseite und dort ist auch nochmal so ein riesengroßes Kleeblatt, was auch sehr, sehr cool ist. Aber das Problem, weil eben so viel Gold war, zum Beispiel auch die Schrift, hat man dann im Fernsehen oft nicht gesehen, okay, welcher Spieler ist das jetzt, weil die Nummer undeutlich war. 1903 noch das Gründungsjahr, das darf natürlich auch nicht fehlen, aber wie gesagt, das Trikot an sich schön, nur das war ein riesengroßer Minuspunkt. Ansonsten sitzt das Trikot ganz normal, es ist relativ weich, ergo direkt ist der Sponsor, das Logo von Fürth und ich sollte das, glaube ich, jetzt mal langsam ausziehen, denn meine Freundin, wenn die das Video sieht, habe ich Probleme. Bei Fürth bin ich ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Sympathisch fand ich das Kleeblatt so um 2005, 2006. Da durfte ich sogar mal in den Mannschaftsbus. Total eine geile Aktion, da war ich so ein kleiner Stempel. Mitleid hatte ich dann auch mit ihnen, als es ein paar Mal knapp nicht zum Aufstieg in die Bundesliga gereicht hat. Aber jetzt, puh, schon seit Jahren spielen die keinen tollen Fußball mehr. Das Stadion ist nichts Tolles. Die Stimmung ist mittelmäßig und das Team ist auch nicht mehr so cool. Also ganz kurz gesagt, Greuther Fürth hat einfach keinen Style mehr. Keine Ahnung, wie man das besser ausdrücken kann, aber es fehlt halt irgendetwas. Was haltet ihr denn eigentlich vom Kleeblatt? Seid ihr vielleicht sogar Fan? Dann lasst uns doch ein bisschen über die letzten Jahre diskutieren. Ist das alles wirklich so schlecht gewesen, wie ich das in Erinnerung habe? Und woran kann es denn liegen, dass es eben nicht mehr für ganz oben reicht? Ab damit in die Comments. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch gut Kick und ciao.